willkommen zu Transcrowds, diese Woche mit dem Thema Transphobie. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt noch keine wirklich schlimmen Erfahrungen gemacht mit Transphobie. Mir fallen da jetzt persönlich eigentlich nur zwei Sachen ein, die dann im Endeffekt eh nicht so arg war. Also das erste war, das ist glaube ich jetzt ein Jahr oder sowas her, da habe ich auf Facebook so angefangen, dass meiner Volksschule ein paar Leute zu adden, einfach mal wieder mit denen in Kontakt zu kommen, weil die ja alle bei mir in der Nähe wohnen. Ich dachte, vielleicht kann ich die mit denen mal treffen. Und habe da eben einen Burschen aus der Volksschule geaddet, der hat mir dann eines Abends aus heiterem Himmel auf meinem Wall einfach, ich glaube, Genitalverstümmelung hingepostet. Einfach nur so, Genitalverstümmelung und sonst nichts. Ich habe jetzt erstmal gedacht, okay, also habe das dann so gesehen, denke mir, auf was hinauf, habe gesehen, dass schon einige das kommentiert hatten. Also hat dann damit geendet, dass glaube ich, also ich habe es noch gar nicht gelöscht und so, gedacht, schauen, wie sich das entwickelt. Es haben glaube ich so 30 Antworten oder sowas drauf, alles von meinen Freunden, die den Typen irrsinnig zusammengeschissen haben. Das fand ich unheimlich cool. Also, ich meine, die kannten den nicht mal, aber die sind total über den hergefahren, bevor ich irgendwas kommentieren konnte. Und auf jeden Fall, ich glaube, ich habe dann auch irgendwas drunter geschrieben, das war mir eigentlich relativ egal. Hab dann gedacht, ja, okay, man, vielleicht lösche ich den, vielleicht warte ich auf irgendeine Erklärung von dem. Und habe dann wirklich ein paar Tage später in meiner Inbox eine ganz lange Entschuldigung gefunden. Ja, einfach gut, dürfte ein bisschen was getrunken haben, dürfte es irgendwie merkwürdig gefunden haben, hat gedacht, er schreibt jetzt irgendwas Blödes, hat mir dann aber geschrieben, dass er sich einfach so meine Fotos angeschaut hat, dass er nachgedacht hat und eigentlich drauf kommt, es passt eigentlich zu mir, weil ich ja in der Volksschule jetzt eigentlich, wir haben auch miteinander gespielt, wir haben auch nur Fußball gespielt, und er hat mir dann wirklich geschrieben, ja, eben, dass es ihm leid tut und dass er eigentlich findet, das passt eh gut zu mir. Und vor einiger Zeit haben wir uns nachher so einmal getroffen und war eigentlich ganz lässig und so. Hat er gesagt, dass es ihm leid tut und seitdem treffen wir uns eigentlich wieder regelmäßig. Also denkt man auch Schwamm drüber. Man kriegt halt von der Gesellschaft irgendwie eine Meinung vermittelt und die ist nicht immer positiv über uns. Und ich glaube einfach, man muss einen Menschen persönlich auch kennenlernen, um das irgendwie besser zu verstehen. Und zudem eigentlich nie wieder ein Wort drüber verloren. Also ich gehe jetzt gerne mit dem weg, war jetzt gerade wieder in Osterferien mit dem weg und so. Und ist eigentlich ein total netter Typ und ich verzeih ihm das natürlich. Ich denke mir, ja, man muss irgendwie auch eine persönliche Erfahrung machen. Und das ist gut so. Also wenn ich ihm zeigen konnte, dass Transmenschen okay sind, dann freut mich das. Das nächste war, das kann ich auch nicht so wirklich ernst nehmen, aber ich fand es recht lustig. Das war, ich glaube, da hatte ich noch nicht mal Tester oder war nur ganz kurz auf Tester, also das ist schon eine Zeit lang her. Da hatten wir in der Schule, weil ich gehe auf eine katholische Schule, da hatten wir so ein Seminar bei uns in der Schule mit so einer Gruppe junger Christen, die irgendwie, ich glaube, die haben auch Theologie und sowas studiert. Und sie wollten eigentlich so den christlichen Weg uns näher bringen und wie man eben am besten mit Gott und mit Jesus und so weiter lebt. Und die haben halt so einen Vortrag gehalten, wo ich mir schon gedacht habe, okay, also dann die ganze Geschichte von wegen Enthaltsamkeit und sowas, wo ich mir dann auch wieder denke, kein Spaß in diesseits ist auch Fahrt. Also die Geschichten halt, also die waren sehr extrem, die Leute. Und dann hatten wir so ein kleines Grüppchen gebildet und konnten nachher so Fragen stellen zu einem Lebensweg, also zu einem gesunden christlichen Lebensweg. Und da hat dann irgendein Mädel, also ich war dann mit einem Typen, also wir waren halt so, weiß ich, zu fünft in der Gruppe, dem Fragen zu stellen. Der Bursche war halt, was weiß ich, 20, aber total überzeugter Christ. Und ein Mädel aus meiner Gruppe, die dürfte gleich dran gedacht haben, wird einfach nur so im wirklichen Interesse herausgefragt, was er eigentlich von Homosexuellen hält. Und
Er hat dann natürlich der typische Antwort eben, das ist überhaupt nicht normal und die sollen halt irgendwie das nicht der Gesellschaft aufdrücken, diese Sünde. Und was er halt wirklich am schlimmsten findet, ist, dass die Kinder adoptieren dürfen. Und eben die armen Kinder und die können sich nie gesund entwickeln. Und ich wurde halt gefragt, ja, warum man das glaubt, dass jetzt die Kinder da, warum die sich jetzt nicht gut entwickeln. Ja, es gibt eben so wissenschaftliche Studien, dass die Kinder eben auf jeden Fall einen Vater und eine Mutter brauchen, sonst wären die halt nicht normal, sonst wären die halt total krank und irgendwelche psychischen Schäden danach und entwickeln sich halt nicht richtig. Und wo ich mir dann auch schon denke, ich meine, ich glaube, es gibt auch genug Kinder, die nur von einer Mutter oder nur von einem Vater großgezogen werden. Und die sind auch alle normal. Also, ich glaube, die Kinder finden sich schon irgendwo ihre männlichen und weiblichen Figuren. Ich meine, auch der Vater ist jetzt nicht immer das Vorbild für ein Kind, denke ich mir. Also, zum Beispiel, ja. Man kann sich auch einen Onkel suchen oder einen Freund von der Mutter. Also, ich glaube, dass dann auch nicht immer die Eltern die Vorbilder sein müssen. Und das war dann so irrsinnig geil, weil ich halt, glaube ich, ziemlich gutes Passing hatte, schon immer. Ja, einfach weil ich auch jung angefangen habe und so. Da hebt man sich nicht so ab von den anderen jungen Burschen. Und ich habe ihn dann so gefragt, so quasi, total eigentlich so uroffensichtlich als Frankreich, frage ich so, ganz ehrlich, würden Sie glauben, ich wäre ein guter Vater? Und er dann so, ja, natürlich, warum solltest du kein guter Vater sein und so, ich bin sicher, du bekommst das gut hin und so. Ich denke mir so, Alter, wenn der wüsste, dass ich trans bin, also ich habe es ihm überhaupt nicht gesagt, ja, aber ich fand es halt irrsinnig lustig, ne? Weil eben auch dann so zur Sprache kam, eben, ja, eben mit den ganzen, also er hat dann eben auch gemeint, eben so die ganzen männlichen Lesben und sowas und die weiblichen Schwulen und dass er halt auch nicht findet, dass die irgendwie, dass man eben mit einem weiblichen, also dass man entweder als Frau oder als Mann geboren wird und dass man nicht irgendwelche anderen Anteile übernehmen kann. Und ja, ich habe es ihm nicht gesagt, ich habe gedacht, man will vielleicht irgendwie seine Welt zerstören, aber ich fand es nicht lustig. Also, ich glaube, gerade so in der Kirche und sowas findet man das doch relativ häufig an. Aber es stört mich nicht, ne? Ich meine, bin jetzt auch nicht so eng mit dem Umfeld zusammen, also sie belästigen mich jetzt auch so nicht. Was ich halt irrsinnig oft mitbekomme, sind einfach im Internet die Leute, also wenn da irgendwo, gerade auf YouTube oder sowas, eine Dokumentation über was über Transsexuelle ist oder irgendwo im Blog, die meisten Kommentare sind eh nicht, aber es findet sich dann mindestens immer ein Kommentar, was total transphob ist und wo nicht einmal mehr gefragt wird, warum ihr das macht. Ich meine, warum ihr das macht, ist auch so eine Frage, wo ich mir denke, ja, warum nicht? Aber das finde ich noch okay, ne? Das ist wenigstens noch so ein bisschen geheucheltes Interesse. Aber schlimm finde ich halt wirklich, wenn die dann einfach mal so ohne Grund, wahrscheinlich haben die das Video nicht mal angeschaut, einfach mal so drunter posten, ja, und was weiß ich, Schweinerei und irgendwie und was da alles für Geschichten gibt. Gibt es ja auch die Geschichten, ja, wie Transmänner sind die ja so gescheit, ne? Weil die Männer sind ja, die haben ja so viele Vorteile, ne? Die kriegen mehr Geld gezahlt bei der Arbeit und das machen die Lesben schon gescheit, wenn sie nachher zum Mann werden, ne? Und solche Sachen. Wo ich mir dann wirklich denke, also wenn ich denen auf der Straße begegnen würde, ja, würden sie nichts sagen, erstens, weil sie mich nie als Frau kennen würden. Und auch wenn sie es machen würden, die würden sich auch nicht trauen. Ja. Also das finde ich dann immer traurig, wenn die dann so hinterm Computer hocken und dann da ihre Wut auslassen, weil, was weiß ich, dass dann wirklich nach Hamburg fahren und was weiß ich, in St. Pauli da ein paar Transen aufmischen, das trauen die sich ja sowieso nicht. Und finde ich eigentlich ziemlich arm. Ansonsten schließe ich mich auch Matteo an, der einfach glaubt, dass wir es als Transmänner doch ein Stück weit leichter haben. Einfach, weil das Passing einfach viel früher hinhaut als bei Transfrauen. Also ich glaube, die haben es da wirklich viel schwieriger. Und es müsste aber auch nicht sein, weil ich denke mir, ja, ist ja einfach nur deppert, oder? Also überhaupt alle Phobien, es passiert immer auf irgendetwas, das man einfach nicht kennt und man will es gar nicht verstehen, man versucht es gar nicht, also hat man einfach mal was von Anfang an dagegen. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kommt man drauf, dass es eh nicht schlimm ist. Und eben so wie mit diesem einen Freund aus der Volksschule. Ja. Aber so ist die Welt nun mal. Ja, und das war's von mir zu dem Thema und wir sehen uns nächsten Donnerstag, Leute. Ciao.